Ich bin nicht sicher, ob alles macht.
Das ist mittlerweile schon komisch, aber nicht mehr mit dem Smart oder so. Ja, auch im Livestream. Was machen wir denn heute? Kanada Cup, Cervelo, bla, blups. Offiziell kein Rennen natürlich, aber naja. Wird bestimmt ein Rennen werden. Wie das halt immer so ist. Gibt da wahrscheinlich wieder keiner zu. Einer. Was sagen. Wer mich sehen will, muss gar nichts sagen. Wer kriegt damit die Rücken umsonst? ja. Was machen wir heute? Oh, wie ist es das? Oh, das ist schon relativ lang, doch wahrscheinlich. Weil also der uns zur Verfügung stehende Zeit hinkriegt, bleibt jetzt da hingestellt. 273 Leute am Start, das ist ein ganz schön crowd, das fand jetzt ja voll aus. 277 Leute. Da haben wir einen anderen Tools jetzt hin, ne? Die Umwelt will ich auch nicht lesen. So. So. Cervelo-Fahrer und die Laufräder von dem anderen drin. Weil das von Cervelo ist die Nummer. Ist ja witzig.
Jesus.
So ist es nämlich der Grund. Hier. Dann kannst du dich auch richtig machen, damit man auch versteht. Dann versteht man es nämlich auch noch. Zugeleihen. So, versteht man ein bisschen besser. Das ist immer super. Ich war heute schon unterwegs. Fragen an Anja auch jetzt bitte? Kann ich reden, sagt sie, aber Fragen können wir dennoch gestellt werden. Ich kann die auch. Meckern kann sie immer. Ich kann dort auch unqualifiziert dazu Stellung nehmen. Oder qualifiziert. Kommt drauf an, was ihr fragt. Und wir lesen das schon. Gib mir eventuell die eine oder andere blöde Antwort. Ja, sonst so? Auf jeden Fall, falls jemand fragt, was ich hier mache, ist der Stream quasi hier. Das ist der Velo Canada Cup. Irgendwas. Three Sisters. Bergig. Anja fährt Supperfest. Seems like a good idea, time. Das machen wir hier gemeinsam. Da Anja wirklich trainieren will, macht auch echt Sport und ich fahre ja mit dem Fahrrad. Kann ich auch auf die Schwimmbahn fahren. Hast du Workout CC vielleicht vorbei? Geht nicht. Worum ist KOM? Guck mal, Epic KOM. Du fährst hier einen Film, ich fand echt. Ja, jetzt passt es endlich. Jetzt wird Aero-Bike. Mal sehen. So, right on. Denise VL. Sagt right on. Machen wir auf. Right on. Ich kann vielleicht mal schreiben, ob ihr heute gelaufen seid. Herzlichen Glückwunsch, Denise. Ich hab's gesehen. Achso, siehst du mich? Mich interessiert zum Beispiel Scheißzeit, was ihr macht. Von daher sehe ich das nicht. Aber anscheinend war das gut. Was hat die Anja gerade hier im Bett uns die Tore gesicht? Das ist mal wichtig. Weil für die eine ist es ja Dennis auch da. Ja, das ist die eine. Ding halt schön auf der Couch. Hashtag. Ja, Brücke ist mein Leben. Nein, alles gut. Wollte man ja nicht ahnen, dass es da hochgeht. Ja, das ist gut angelaufen. Schnell! Ja, aber ernsthaft. Thank you.
Oh, hier, E-Bike, Elektrobike. Ja, ist gut, ja, noch. Zur Bestzeit, Dennis. Schön. Das ist gut. Aber die 21 Sekunden, jetzt noch mal an. Die 1,17 sind die 30, die 1,17 sind die Zeitmarke. Super cool, ja. Ich bin auch dankbar für, dass wir das machen können. Versteht man das ja einigermaßen, wenn die akustisch oder inhaltlich. Das ist ja, ja. Und in der Gruppe jetzt einfach. Finde ich auch so. Weiter. Kommt das. Geheim. Platz haben wir noch nicht angesagt. Das ist meine. Nee, warte mal, es sind ja alles. Also, wir sind ein erstmal zahlen. Von daher. Naja, wer weiß das schon? Welche Werte das wirklich sind. Wolfenheim Brunchen. Schon echt cool gemacht alles. Machen die sowas? Gehen die zum Brunchen?
vegan und so. Ich weiß nicht. Was ist ja aus überhaupt? Ich muss ja mehr Kartoffeln essen. Viel mehr. Damit mir nicht so kalt ist. Wir essen jetzt gerade erstmal gar nichts mehr. Also den ganzen Tag schon nicht. Und seit 4 Wochen vor Marathon, klar, ich bin in Ketose hier. Deswegen fällt mir zu schwer, die Wattwerte zu fahren. Ja, deswegen fährst du nur 5. Scheiße. Ja. Große Fresse haben wir immer. Ihr drei habt eine große Fresse. Die einzige, die wirklich delivered, ist immer top. Na gut, okay, Dennis auch. Aber. The Postman. Postman delivered. Guck mal hier. Du bist 40. Ich bin mit der Kamera nicht ganz zufrieden. Müsste eigentlich hervorragend sein. Oh, bei mir geht es jetzt auf den Mount. Mach's einfach nicht. Ich oder Sie? Also wir beide. Ich fahre in A und Anja fährt in B. A. Nee, B. Anja fährt in B. Welche Leistungsklasse. Was immer noch immer heißen mag, auch Swift, also diese 4 Watt Kilogramm, kommen eigentlich ganz gut hin. Falls man mich noch versteht. Ja, aber tatsächlich müsste da eigentlich nochmal eine Klasse nochmal neu für 5 drüber geben, weil die, da gibt es ein paar Jungs, die fahren richtig schnell, ja. Und tatsächlich ist es so, ich komme ganz gut hin. Ich würde persönlich sagen, das Schlimmste, was du fahren kannst, ist C. Weil die Leute, die wirklich in C gehören, die haben es da ziemlich schwer, weil eigentlich Leute, die gerade anfangen, die unterschätzen sich vielleicht. Fangen dann mit C an und fahren dann Werte so mittleres B. Das heißt, die C-Fahrer haben es echt schwer, weil Leute sind, die einfach wirklich viel zu gut sind, die dann natürlich gleich nach 2-3 Mal hochgestuft werden und dann haben sie wieder ihre Ruhe. Aber von diesen hast du halt jedes Rennen was. Und B ist eigentlich nur, da bist du dann drin und arbeitest diese schmerzhafte Weise hoch. Dann bist du B. Du bist vielleicht 3 Mal auf dem Podium, gewinnst einmal, wenn keiner da ist. Und auf einmal bist du im A. Ja, dann bist du wieder scheiße. Und, aber so ist es halt. Natürlich eigentlich auch einfach geht. Aber vielleicht müsstest du dann nochmal in was für die 5-6 Kilogramm Scotty Wises dieser Welt geben. Ja. Aber bisher, bis es nichts anderes gibt, ist glaube ich ganz okay. CBR versucht halt so ein bisschen platzierungsbasierte Sachen zu machen. Finde ich eigentlich auch ganz gut, weil nicht immer gewinnt derjenige, der am meisten Watt und Kilogramm fährt im echten Leben. Und gerade Swift ist so eine Sache, das ist ja im Grunde genommen meistens ein Zeitfahren. Ja, das ist jeden Abend, jedes Rennen quasi ein FTP-Test. Hier muss man mal ein bisschen lockerer fahren. Das macht es total platt. Und was halt beim richtigen Radrennen ausschlaggebend ist, sind halt Skills, also Fähigkeit, auf dem Fahrrad zu bleiben. Fahrrad zu fahren und da hast du ja auch so, da wird ja für dich gelenkt. Da kannst du ja hier noch den Aufsatz schreiben nebenbei, das ist ja egal. Also um die Taktik auch tatsächlich einzuhalten, um mit Kurven zu fahren, mit Windschatten zu fahren. Da gibt es Leute, die halt mir sagen lassen, die fahren hier Fabelwerte indoor auf der Straße oder im echten Leben. Denkst du denn, habt ihr da, was habt ihr da, was soll das denn? Und gerade auch, hat man jetzt wieder gesehen, beim E-Quid zum Beispiel der Frauen, dass da welche sind, die fahren irgendwie 4,2 Watt. Und auf einmal macht es Klack. Nach Weihnachten, die fahren 2,5. Und auf Nachfrage heißt es dann, naja, ich habe zu Weihnachten ein Neo geschenkt bekommen. Ein Tax-Neo an der Stelle. Kein Neo zum Schwimmen. Weil der würde weniger Watt sein, wenn man den anzieht. Und auf einmal gibt es da echte Wattwerte und keine Fantasiewerte.
Also, kann man halt von halten, was man will, aber tendenziell ist das schon ganz okay so. Macht Spaß. Und es ist auf jeden Fall ein gutes Training. Egal, was man eben fährt, man würde sich nie, also ich würde mich zumindest nie, der Ganja auch, nie so auskotzen, als wenn man da irgendwelchen Pixeln hinterher fährt. Und ja, also von daher muss ich sagen, es ist Swift Rennen ziemlich effizient. Also Training machen wir meistens Summerfest, wie man hört. Und dann Rennen auf Swift. Weil Rennen auf Swift haben mit strukturiertem Training einfach gar nichts zu tun. Das heißt, man will halt mal ziemlich schnell Form kriegen. Oder ich will es fragen. Lange noch nicht manchmal Matthias. Das ist natürlich immer ein Ride-On, das freut er sich. Freut er sich. Beim Kanada Cup sind die Deutschen ja abgehängt, aber es ist ja noch eine Weile. Die Three Sisters sind nicht der Arnsfelder Berg, Kienberg und Wiesdorfer Höhe, sondern sind die Epicom, Hillicom, Epicom und Vulcano. Und da fahren wir gleich den Vulcan hin, besser. Ist so. Einer fährt auch auf dem Vulcan, wenn sich aber Mount Surfer nennen will. Also Vulkan-Thema hier. Ich schnitze um die eine Kugel. Weil ich keine also die Kugel im Sinne von dicken Beinen, nicht das ist Schluss. Dicke Kugel ist nicht mehr da. Ich sitze jetzt drüben und will jetzt aus dem Kinderwagen vergessen. Zeit an der 26. Solange am guten Grund hat, ist alles okay. Denise, welches ist dein Abend? Gerade 75 Kilo nur wiegst du oder so. Wenn du leichter wärst, wäre das halt schon sehr, sehr gut. Ja. Alles Hobbyfahrer hier. Außerdem. Ja.
Marathon, was ist denn? Kiel. Alles klar? Denkst du, ich mag das ja. Loki, die Frage ist, was ist ein Kilogramm? Ich zähle es, glaube ich, unter 3. Bis 3,2. Erstmal. Wir hören auch in C. 79. Ja, es kommt doch hin. Fang doch einfach mal an. Und dann, aber eigentlich musst du die ersten 3 Viertel, na doch, die ersten 90 Sekunden und dann nochmal 3 Minuten trainieren. Dass du da nicht in Gruppe bleibst. Das ist eigentlich schon. Nach vorne holen wir uns noch. Ich wollte mal das Pause gehen. Lass mir wieder fahren. Bis zum Berg. Ja, man sieht es vor 3 Jahren, Mann. Leute, was ist da noch was zu tun? Normalerweise brauchst du so in 6 und 9 Jahren bis zum Höhepunkt deiner Leistungsfähigkeit im Ausdauerbereich. Da geht noch viel. Gehen noch so 6 Kilo runter. Was ist da denn? Jetzt müssen die Herren hier auch mal vorbeifahren. Ich habe aber nicht alleine fahren. Also schaffe ich es gar nicht mit meiner Zeit mehr. Guck mal. 16 Kilometer, 14 Minuten. Was ich witzig finde, wie diese Laufräder. Die Leuchte sind ja vom Tron-Bike, also vom Swift-Concept-Bike, das man bekommt, wenn man 50 Kilometer, 50.000 Höhenmeter hochgefahren ist. Und da ist es eine Cervelo-Veranstaltung ist, mit dem Cervelo Rad mit einem Tron-Bike gelaufen wurde. Das sieht witzig aus. Siehst du? Am besten bin ich wieder auf die Kette. Ich bin über das Lied jetzt. Nummer 0. Kann man schon. Der Drone View. Guck hier, der Wind kommt offensichtlich von rechts. Und hier sind alle so ein bisschen leicht versetzt. Hier, wo du das Bild lagerst. Wenn das noch kommt. Dann hast du echtes Rennen, ne? Wenn man richtig Wind und so weiter hat und auch noch was ausmacht, wo man fährt, das wäre natürlich schön. Aber bis dahin machen wir jetzt mal FCP-Tricks. Los. Ja. Ja, ich auch. Ich auch.
Nicht aufhören, aber trotzdem. Ja, so kurz. Ja. Aber in dem Alter ist es einfach schon. Was drauf hat mich geeinigt? Ja, AK 45. In dem Alter sind sie echt süß dann, oder? 36. In dem Alter sind die echt süß. 36. Da sind die süß. Das ist das Alter. Die werden schneller und nicht mehr so durchschlafen. Dann ist wirklich mehr schön. Na, weiß man nicht. Nee. Und wenn, dann Muttermilch. Ja, naja.
Erzähl nochmal kurz was dazu. Status ist halt billig, günstig, im Sinne von eine Anschaffung, dass man erstmal damit fährt und aber es ist halt ein System, muss man auch mal dazu sagen, was relativ einseitig ist, im Sinne von halt nur auf einer Seite misst und daher ungenau ist, plus natürlich, es ist aufgeklebt oder aufgebracht auf etwas, was nicht zum Badmessen gemacht ist. Dazu kommt, ich habe jetzt wirklich viel ausprobiert. Wenn ihr wollt, kann ich euch nochmal die Analyse-Files von diesem vom Diretto gegen die Infocrank, gegen die Stages linken. Da habe ich welche gemacht. Da sieht man, dass die Infocrank mit dem Diretto, also mit dem Smart Trainer, auf dem die Anja gerade fährt, doch so mit ziemlich genau ist. Also gleich mal 1% plus minus. Gerade was Spitzen und so angeht, ist super. Und das Stages ist, wenn es nicht kalibriert ist, mal 15 Watt drüber, mal 20 Watt runter. Wenn man es warm gefahren hat, dann nochmal kalibriert hat, gerade wenn man jetzt warm und kalt und so weiter ist, wenn es vor jedem Fahren kalibrierst, dann kommt es so ungefähr hin, aber das ist ja nicht, was man will. Ne? Du willst ja was haben, von dem du eigentlich weißt, dass es immer funktioniert und auch immer konstant ist, selbst wenn es falsch messen würde. Aber so hast du ja jedes Mal was anderes. Aber zum Anfang ist das okay, aber ich sag mal, heutzutage kommt es, glaube ich, mit den Preisen, die jetzt runtergehen, wenn man ein bisschen mehr Geld ausgibt, hast du was länger was davon, hast du immer latent das Gefühl, irgendwie was Schlechtes zu haben. Und zumindest nicht Schlechtes, aber das, nicht mal, also das latente Gefühl, nicht zu wissen, ist es halt echt, was ich gerade mache. Ja. Plus, da höre ich auch auf zu erzählen, plus zum Beispiel Sachen wie Wasser. Also wir hatten jetzt da eine Giro-Dolomiti gefahren, tierisch mit Wasser drin, im Regen. Am nächsten Tag bin ich da mit 380 Watt Schnitten Mendelpass hoch und dann merkst du aber ziemlich schnell, dass es nicht stimmen kann. Aber was für Fantasiewerte. Deswegen habe ich, wenn ich jetzt damit fahre, Mountainbike jetzt noch, habe ich noch ein Video dazu gemacht, das quasi wasserdicht gemacht, Tüte rum und so, damit man so ein bisschen was hat, aber wirklich fahren. Da gibt es, glaube ich, andere Sachen, mit denen man dann so pasten sollte. Oder du kalibrierst das Ding nie. Aber nee. Die anderen Sachen werden auch günstiger jetzt. Ich fand nämlich vorbei. Siehst du, was ich quatsch? Die rote Beetesaft, Muttermilch. Und komplett aus dem Tritt. Aber ich höre ja auch gleich auf. Guck mal, 10 Kilometer schaffe ich nicht mehr. Unmöglich. Nee, weil. Der eine muss dann auch mal die Kinder abholen. Ja, die 36-jährigen Kinder, die fangen schon an, blödig zu quatschen. Und dann kriegst du die irgendwann nicht mehr ins Bett, wenn die über den Punkt sind, weißt du? Und deswegen muss ich jetzt zum Dennis. Ich muss den mal von seinem Computerspiel-Sucht erlösen und ihn ins Bett bringen. Ja, ist das so. Der quatscht schon sehr flüssig hier. Zu Fiat und so weiter. Ich weiß gar nicht, was er redet. Die essen. So, hier fahren wir rüber. Wo kommen die denn alle her hier? Guck mal. Tutto el Gruppo. Kann ich von vorne von hinten? Ja, aber hier sieht man jetzt schon mal bei dem immer zu bleiben. Wir haben jetzt kein Rennen gefahren oder so. Wir haben einfach nur normal gefahren. Die Jungs und Mädels, die jetzt hier von vorne kommen, die haben zu Anfang richtig doll losgefahren und da haben sie ein bisschen mitreißen lassen. Und jetzt sieht man halt, dass da das alles ein bisschen in den Keller geht. Also Pacing auch auf Swift eine ganz große, wichtige Sache. So, die 15 Minuten, 1,15 fahre ich voll. Und dann, aber jetzt hängen sie nicht ab, jetzt sind sie mal besser.
Ich mach eine Pause. Das ist keine Pause. Das Sommerfest, du machst ja Pause. Ja, naja, es ist hier Entertainment. Ja? So, eine Minute habt ihr mich noch. Danach bin ich weg, haben wir kleines Blatt drauf hier. So, oh, das ist einfach, weil ich irgendwann nicht fahren könnte. Also mal hier machen. 60, 70, 80 Watt. Ich glaube, man kann hier gleich das 4- oder 5-fache von fahren. Wenn es so ist, ist es einfach. Alles gut so. Andreas Kirsche. Echt jetzt, ja? Hast du ja auch schon dein Leben lang gute Jokes bestimmt gehört. Aber alles gut. Ja, da fahren wir mal zusammen. Morgen wow, unser Boxspringbett. Ihr seid Hipster. Boxspringen, das ist was fair. Es ist halt in dem Alter, es ist so wie, weißt du, so Feuerwehrmann Sam ist irgendwann drin, dann kommt was anderes. Mit dem Bett kannst du auch viele Fahrräder transportieren dann nicht. Wenn ihr wolltet ein Auto kaufen. Nee, die lassen sich das bringen. So jung sind sie nicht mehr, dass sie sich selber holen. Die lassen sich das bringen. Irgendwann heißt es nur, oho, hier, bring mal her. Können wir gnädig sein, dass du überhaupt noch hier der Bürgermeister hier von Tempelhof dort. Kreuzberg wahrscheinlich. Gebt doch. Ja, schönen Sonntag, ja. Der Andrea ist auch ein schöner Sonntag, die neuen Zuschauer. Ich sag mal danke, dass ihr euch unser dusselig Gequatsche weiterhin also überhaupt noch mit angehört habt. Ist ja auch kaum zu ertragen. Ich mache Schluss. Mache ich jetzt mit dir. Nein, ich mache Schluss. Wollen wir das öfter mal nochmal machen, wenn es geht so? Oder war das jetzt ein Format, was man gut findet? Das immer. Mal, ich mache mal hier, jetzt können wir nochmal sehen. Ich sage nochmal Tschüss. Ja, ich bedanke mich. Ich sage Tschüss, ich muss jetzt hier los. Ich steige jetzt vom Fahrrad. Und bei weiteren lustigen Fragen oder auch anderen Fragen könnt ihr unten runterschreiben. Ihr könnt es auch abonnieren, den Kanal und so weiter. Und einen Like geben und einen Write-On geben. Ja, und das erzähle ich dann auch mal. Ich habe noch viele andere Sachen zu erzählen. Kommt alles noch.